Servus Leute, heute machen wir ein Parcours und ich kann leider nicht dabei sein, weil ich mir mein Schlüsselbein gebrochen habe, aber dafür bin ich bei dieser Challenge jetzt der Kommentator. Zack! Wir erklären euch jetzt mal den Parcours. Also die erste Station, da muss man den Tischtennisball mit dem Tischtennisschläger gegen die aufgestellte Seite spielen. Und dann soll der Ball in Glas hopfen. Levi macht sich jetzt mal vor. Ich glaube nicht, dass er es schafft, aber... Ja, und er muss es machen, bis der Ball ins Glas hüpft und dann darf er zur nächsten Station rennen. Bei der nächsten Station muss man mit dem Ball hinter der Linie quasi immer durch die Hütchen treffen, aber der Ball darf die Hütchen nicht berühren. Und zwei von den Schüssen müssen mit links sein. Levi, probier's mal. Das hätte jetzt gezählt und so muss er halt weitermachen. Und zwei müssen damit links sein, das war zu weit vorne, aber lassen wir das mal durchgehen. Da muss man sich dann mit dem Bauch drauflegen, sieht das ein bisschen komisch aus. Und dann nach vorne ziehen, Levi ist der Beste drin. Und bis hinter das Hütchen auf jeden Fall. Und da muss man von den drei Hütchen, muss man dann jeweils einen Treffer in den Basketballkorb machen. Und das muss man halt bei jedem Hütchen machen und erst dann darf man weitergehen. Alle, wie das geht. Levi, mach es jetzt mal vor. Doch, guck mal. Und da muss man jetzt mit dem Sack, natürlich später alles auf Zeit, bis... Levi macht es jetzt ein bisschen... Ja, scheiße, sag ich mal so. Und da muss man dann bis zu dem Hütchen, das ihr da vorne seht, springen. Da darf man dann den Sack ausziehen. Dann muss man hier sich den Ball hinlegen und probieren, die Pyramide hier zu zertrümmern. Und für jeden Becher oder so, der runterfliegt, aber der muss auch runterfliegen, der muss vom Tisch kullern, kriegt man 3 Zusatzsekunden abgezogen quasi. Levi, probier's mal. Ja, man muss es auf jeden Fall anders probieren als Levi. Dann muss man nach hinten rennen, wo der Baseballschläger liegt. Dann wird hier der Ball zugeworfen von einem von uns. Und man muss ihn probieren, 10 Meter weit weg zu schlagen. Probiert's mal. Zählt jetzt nicht, weil er schon ganz früh aufgekommen ist. Aber er hat ihn immerhin getroffen. Auf jeden Fall, danach muss man Levi rennen. Mach mal weiter. Ums Hütchen, Levi! Danach muss man ums Hütchen rennen. Levi, mach's gerade selbst. Dann auch nochmal hinter das Hütchen rennen. Und dann muss man sich mit der Hand den Ball gegen den Rebounder werfen und dann direkt ein Tor erzielen. Aber Kopfbälle zählen nicht. Also Levi hat ja. Und man muss mit allen ins Tor treffen. Und wenn einer daneben geht, ist halt seine Schuld. Das zählt jetzt nicht, weil er muss ihn direkt nehmen. Levi macht nochmal. Das muss so lange machen, bis er alles durch hat. Levi ist da ja ziemlich schlecht. Auf jeden Fall, wir tun jetzt mal so, als ob es Levi geschafft hätte. Ah, das hätte sogar gezählt. Dann musst du zur Rolle rennen und irgendwie probieren, zwischen den beiden Hütchen nicht. Levi will sich schon vormachen. Man muss irgendwie rübergehen. Und man darf mit den Beinen nicht den Boden berühren. Dann nimmt man den Ball und probiert bis zum anderen Hütchen zu schwimmen. Das kann Levi gar nicht, deswegen will er es jetzt nicht vormachen. Wenn man es nicht schafft, muss man nochmal von vorne beginnen. Dann hinterm Hütchen lang, da den Ball ablegen, dann hat man den Ball quasi. Dann sprintet man dahin und probiert hier oben, ich weiß nicht, ob man es sieht, oben links, da ist ein Seil gespannt. Und da muss man dann reintreffen. Und wenn man das schafft, kriegt man nochmal 5 Sekunden Abzug. Nee, ich schaffe das natürlich nicht. Wir müssen gerade abbrechen, weil ich bei dem Reifstoß nix Handy getroffen habe. Ja, und auf jeden Fall, man beendet den Parcours, indem man dahinter steht so ein Tisch neben dem Tor. Da muss man dann nach dem Schuss hinrennen, egal ob man getroffen hat oder nicht. Und auf den Federball draufschlagen. Und dann ist der Parcours vorbei. Ich habe mich auch entschieden, gleich mal den Parcours zu beginnen. Und ich würde sagen, auf die Plätze, fertig, los. Ich muss jetzt so lange machen, bis der den Tisch irgendwie in die Gläser kriegt. Oder eigentlich auch so. Und ganz genau vom Leben.
er wird es schon noch schaffen. Ja. Und jetzt nach 38 Sekunden hat er es geschafft. Geht zur nächsten Station. Jetzt, er muss zweimal mit links treffen, perfekt. Der erste ist. Der zweite ist auch perfekt. Jetzt, er probiert es links und der zählt sogar. Jetzt hat er noch einen rechts, einen links. Und der hat leider berührt. Muss ich nochmal machen. Und das zählt, jetzt braucht nur noch einen mit rechts. Und sonst den treffen. Dann kannst du ja auch nicht fischen. Jetzt geht's mit dem Skateboard weiter. Probieren mit dem Ball die Hütchen umzuschießen. Mal gucken, ob es diesmal besser schafft als beim Probedurchlauf. Und nein, knapp vorbei. Jetzt kommt der Baseballschläger. Schlecht geworfen, aber er hat es geschafft. Und jetzt, er geht sogar ums Hütchen rum. Stark. 3 Minuten sind ungefähr rum. Und der erste Treffer. Und schade. Da muss ich ein bisschen beim Werfen konzentrieren. Passt. Ich kann nicht werfen. Jetzt. Und er trifft ihn. Jetzt der letzte Ball. Perfekt. Jetzt ist hier die Frage, ob er es schafft. Okay, es hat schon mal nicht geklappt. Er zählt. Gleich mal die Tonne ein. Aber die rollt halt nicht mehr. Und Levi, oh, wenn er das schafft, ist er das größte Talent, das wir bei dieser krassen Show je gesehen haben. Wow, was war das? Das zählt Levi weiter. Und jetzt schafft er das Jonglieren. Nein, er muss noch was von vorne anfangen. 5 Minuten sind ungefähr rum. Und oh, ganz stark gemacht. Und jetzt muss ich schnell den Parcours beenden. Er nimmt noch mal kurz an. Und jetzt schießt. Und fast. Und jetzt. Es ist nicht da hinten. Du bist drauf.